ich fahre gerade zum Biomarkt, ne? Und danach bin ich eigentlich beim Yoga, ja? Da haben sie mit dem Mini schon Probleme beim Einparken gehabt und heute sitzen sie in so einem Lifestyle-LKW und meiner, der macht alles vollautomatisch. Früher, da wollten sie alle kleine Autos. Heute sind die Dinger so groß, dass du es in der Tiefgarage nicht einmal mehr um die Ecken umbringst. Mittlerweile bauen sie ja die Kisten schon in verschiedene Größen. Kein Imageverlust, aber dafür kommst du wenigstens nur in eine normale Parklücke rein. Hauptargument für einen SUV ist ja, na, weil man da höher sitzt. Freilich, das ist auch ein sozialer Aufstieg. Außerdem kann ich da schöner einladen. Und für die tägliche Jagd nach Biofleisch und Dinkelbrötchen im Bogenhausener Großstadtdschungel brauchst du einen umbauten Safari-Jeep mit Rückfahrkamera, der 20 Liter Sprit saugt. Hauptsache, es wird jedes Jahr in der Moncler-Jacken gegen die Robbentötung in Grönland unterschrieben. Das ist alles schon wieder so stressig. Ich sag dir, ich muss jetzt zum Yoga. Und egal was schief läuft, Hauptsache sie führen sie auf, als wären sie Celebrity. Bloß interessiert es den Trambahnfahrer nicht. Kruzifix, schleich dich, du Amsel! Der Günther, der hat in seinem Viertel 10 alte Autos zugelassen, weil er sagt, er genießt nichts mehr, wie wenn diese SUV-Amseln 10 Stunden am Parkplatz suchen müssen. Manchmal sagt er, macht das ja Gaudi, dann pfeift er ab. Hey, so ist der Parkplatz, oder? Ja? Ich geh gleich ab, ich fahr gleich weg. Und dann legt er sich hin.